Mit Crazy Love hast du ja einen riesen Hit jetzt hingelegt. Wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit mit Leonie? Leonie kenne ich schon super lange eigentlich. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube es muss 2019 gewesen sein, war ich mit Felix Jehn in Berlin unterwegs. Und wir sind dann einfach auf dem Kaffee zu Vitali, also zu Weiß ins Studio. Ja. Und Leonie war halt auch da und wir haben uns direkt super verstanden. Nummern getauscht, sind dann im Kontakt geblieben. Und jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten, hatte ich eben die Idee Crazy Love. Und wir haben nach der richtigen Stimme gesucht. Und wer könnte da besser passen als Leonie, habe ich ihr geschrieben. Und sie war total down, das zu machen. Und seitdem nice. Gibt's Crazy Love. Geil, ja. Perfekt.